Mit 28 hatte ich die Idee, so jetzt wird es Zeit, langsam Familie zu gründen. Und ich habe, wenn halt so eine Idee kommt, mache ich das meistens, bin am Sonntagmorgen aufgewacht und habe mir gedacht, jetzt kannst du eigentlich bei einer Zeitung anrufen, die geben doch da so Annoncen auf. Und habe tatsächlich gleich einen dran gehabt und der hat gesagt, ja, was haben Sie denn für einen Text? Hatte ich mir noch nicht überlegt und habe dann, weiß ich noch, einfach aus dem Stegreif gesagt, hast du Lust, einen 28-jährigen seltsamen Kauz kennenzulernen, der am Freitag in der Rockdisco sich austobt und am Sonntag in die Kirche geht? Hat sich dann niemand gemeldet. Erst Studium zum Diplom-Sportlehrer, dann ein Job als Sporttherapeut, Beziehungen, Fußball. Bruder Christian hat stets seine Ziele verfolgt. Doch irgendwie fehlte noch etwas. Was ist das, was mich da zieht, was mich umtreibt? Das Alte merkt man, ich habe meinen Beruf geliebt, ich habe tolle Wohnung gehabt, tolle Freunde, alles gut. Und trotzdem, irgendwas will werden und ich wusste noch nicht was. Nach einer Auszeit in einem buddhistisch-tibetischen Kloster im Himalaya öffnete sich ihm dann der Weg in die Spiritualität und zurück zum Christentum. Mit Anfang 30 tritt er dem Franziskanerorden bei. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Bis zur endgültigen Aufnahme im Orden vergehen 5 Jahre, in denen man die Gelübde ablegen muss. Armut, ehelose Keuschheit und Gehorsam. Erstmal zeitlich begrenzt und dann auf Lebenszeit. Wenn dann 5 Jahre vorbei sind, dann merkt man doch eine Tendenz. Wird das Leben erfüllter, wird es lebendiger, wird es freier, oder wird es eher immer schwieriger? Und bei mir war es so, dass es noch mehr aufgeblüht ist. Ich habe mir vorher schon eigentlich als sehr dankbaren und mit viel geschenkten, bedachten Menschen erlebt. Aber da kam einfach wirklich noch mal etwas dazu. Nach seinem Studium der Theologie und Philosophie lässt er sich schließlich zum Priester weihen. Seit fast 13 Jahren lebt der heute 55-Jährige nun im Kloster Maria Eck in Oberbayern. Als Klosterbruder arbeitet er vor allem als Seelsorger und Exerzitienleiter. Doch seine Ideen gehen ihm nicht aus. Kommen halt immer wieder Ideen oder Visionen. Und was da geworden ist, im Haus, wir haben neues Dach, neue Heizung, ganze Zimmertrakt komplett neu saniert, alles gemacht und dann einfach Plätze gestaltet. Besonders am Herzen liegt ihm die 2013 geschaffene Einsiedelei, in der Menschen sich eine Auszeit nehmen können, oder die kleine Waldkapelle. Bruder Christian ist derjenige, der die Projekte vorantreibt und tatkräftig anpackt. Im Alltag eines Mönches gibt es viele Herausforderungen. Als Seelsorger ist Bruder Christian der Ansprechpartner, wenn Menschen Krisen zu bewältigen haben. Und es sind halt schon auch viele Gespräche, wo Menschen sterben, wo Menschen Krebs haben, wo Menschen depressiv sind. Und ein Kind, das sich das Leben nimmt. Und also da merke ich für mich ganz konkret, was für eine Lebenskraft in dieser Glaubenswahrheit steckt. Auch für Bruder Christian war nicht immer alles leicht. Mit Anfang 20 musste er seinen großen Traum als Sportler aufgeben. Die Knie waren kaputt und die große Liebe auf und davon. Doch letztendlich führte ihn sein Leben mit allen Abzweigungen ins Kloster. Wie sieht er heute seinen Weg im Rückblick? Kann ich heute wirklich sagen, so anders, wie ich mir das gedacht, erträumt habe, und das wäre vielleicht auch wunderschön geworden, aber ich erlebe jetzt, mich selbst reich beschenkt und durch das, was alles so geworden ist, durch die Ausbildungen, durch meinen eigenen persönlichen Weg, habe ich den Eindruck, dass mein Leben für andere Menschen jetzt auch sehr fruchtbar wird. Und beides zusammen könnte man nichts Schöneres vorstellen.